Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schminken wir uns mal zusammen, denn ich habe ein Fullface zu Eva für dich. Also ein, nur zu Eva Produkte ins Gesicht reinpacken. Schminki. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. In diesem Video wird es auch eine kleine, aber feine Verlosung geben. Was es zu gewinnen gibt und was du dafür tun musst, sage ich dir im Laufe des Videos. Und ich würde sagen, wir starten doch einfach mal mit der Foundation. Da habe ich eine, die ich letztes Jahr im Sommer irre gerne verwendet habe. Und jetzt ist wieder der Zeitpunkt, wo ich sie anfangen werde zu nehmen, weil mittlerweile werde ich auch etwas bräuner im Gesicht. Ich bin noch nicht ganz so in dem Shade, wie ich es bräuchte. Das ist diese hier, die Authentic Skin Natural Luminous Foundation und die ist so toll, weil die das Gesicht so schön strahlen lässt. Ich habe die in der Farbe 050N Beautiful und kommt in der Glasflasche und die ist einfach toll. Ja, ist etwas mitgenommen natürlich. Dann gebe ich mir die erstmal hier auf meinen Beauty Blender und verteile die im Gesicht. Einen Primer habe ich vorab schon verwendet, weil ich glaube, zu Eva hat keine Primer oder ich habe dort, wo ich bestellt habe, keine Primer gefunden. Doch, die Farbe passt mittlerweile eigentlich schon wieder ganz gut, ne? Ein Müh zu dunkel ist die noch, aber das kann ich verschmerzen. Ja, sie sieht tatsächlich ein bisschen gelbstichig aus, aber das ist jetzt ja auch einfach jetzt erstmal nur so aufgetragen. Ich habe noch keinen Puder oder sonst was drüber. Die hat eine mittlere Deckkraft, würde ich sagen. Und seht ihr diese Strahlen? Das kommt tatsächlich von dieser Foundation auch. Die ist etwas dicker, tatsächlich. Also sie betont dann doch das ein oder andere ein bisschen mehr, aber wenn man nachher Setting Spray drüber gibt, dann vermischt sich das alles wieder miteinander und dann sieht das auch schöner aus. Also das ist auf jeden Fall eine Foundation, die ich A, abpudern muss und B, setten muss. Ansonsten gefällt sie mir richtig gut, weil die ein schönes Hautbild macht. Die lässt nämlich nach wie vor noch Sommersprossen und Muttermale leicht durchscheinen, aber nicht zu intensiv und das finde ich ganz toll. Also Authentic Skin, authentische Haut trifft es auf jeden Fall. Und ich brauche hier auch ganz klassisch zwei Pumphube für mein ganzes Gesicht, das passt. Dann verwende ich jetzt den passenden Concealer dazu, der Authentic Skin Perfector Retouch Concealer. Und ich glaube, das müsste Plastik oder ist das Glas? Ich glaube Plastik. 020 Accurate ist die Farbe. Ich habe natürlich auch alle Produkte, die ich hier verwende, unten in der Infobox verlinkt. Ja, ein Applikatorfüßchen und dann gebe ich mir den einfach hier so unter meine Augen. Blende den dann ein. Ich verwende den direkt auch schon auf dem Augenlid als Lidschattenbase. Dann noch ein bisschen auf meine Rötungsgeschichte hier unten. Das deckt er nicht so ultimativ ab. Also was der wirklich gut abdeckt bzw. kaschiert, sind die Augenschatten. Und da macht er einfach seinen Job auch sehr, sehr gut. Das gefällt mir. Ne? Guter Concealer. Ein Produkt, was ich heute das erste Mal verwende, ist das Puder. Und zwar ist das Authentic Skin Finishing Powder in der Farbe Dazzling. Ja, ist hier noch in der Verpackung drin. Habe ich Justement gerade bei Beauty Bay bestellt, um mein Fullface zu komplettieren. Das sieht schön aus. Das mag ich gerne leiden. Und das Puder ist hier drin mit einem Netz. Das finde ich ganz cool. Das heißt, ich gehe erstmal mit meinem Beauty Blender rein, um meinen Concealer halt entsprechend zu setten. Da kriegst du jetzt nicht so ultimativ viel Produkt raus, aber das ist nicht schlimm. Das ist halt gut portioniert dann, ne? Das macht aber einen schönen Weichzeichner-Effekt, meine Damen und Herren. Das gefällt mir. Dann nehme ich einfach einen Puderpinsel, gehe dann hier rein, nehme Produkt auf. Ach, guck mal, jetzt kriegst du auch was auf dem Pinsel und verteile das einfach auf meinem Gesicht. Das Puder gefällt mir echt gut. Also, das macht ein schönes Hautbild. Das sieht super weich aus, als hätte ich jetzt einen Filter übers Gesicht gelegt, ne? Und das ist echt super fein. Sehr, sehr angenehm. Guck mal, wie das jetzt hier so, ne? Heftig. Wie weich das aussieht. Wie Babyhaut. Krass. Voll schön. Also das ist ein gutes Puder. Ich habe, glaube ich, jetzt unter den Augen ein bisschen zu viel. Deswegen gehe ich mit einer ganz leichten Hand hier mit dem Pinsel noch einfach ein bisschen drüber, um das zu verteilen, weil ich möchte da jetzt nicht ultra weiß aussehen. Aber das gefällt mir. Das ist eine schöne Base. Und vor allem ein sehr schönes Puder. Und da sind 14 Gramm drin, ne? Das darf man nicht vergessen. Das ist richtig viel Inhalt. Dementsprechend ist dann da wahrscheinlich auch der Preis etwas mehr gerechtfertigt. Ich finde sowieso, dass zu Eva ein ausgeglichenes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Ne? Das ist in dem Sinne ja keine Drogeriemarke, aber auch keine High-End-Marke. Das ist so ein Zwischending. Und dafür gibt es halt auch wirklich gute Qualität. Das finde ich klasse.
Diese Face-Palette hatte ich, glaube ich, mal gratis bei einer Douglas-Bestellung mit dabei. Und das ist die The Basic Moment Blush-Palette von Zoeva. Naja, im Prinzip hast du da Blush, Bronzer und Highlighter drin. Und ich werde jetzt zuallererst ganz vorsichtig den Bronzer verwenden. Das ist die Farbe Unfinished. Und da gehe ich jetzt auch hier ganz vorsichtig mit diesem Puderpinsel rein, um zu schauen, wie intensiv sich das auf dem Gesicht darstellt. Ich kann da mutiger reingehen. Gibt recht wenig Farbe ab, weil das auch sehr fest im Pfännchen gepresst ist. Um ehrlich zu sein, muss ich sogar sehr intensiv in diesen Bronzer reingehen, um überhaupt Farbe aufs Gesicht zu bekommen. Also ich muss schon ordentlich Produkt auftragen, damit man überhaupt was sieht, weil das ist sehr, sehr minimal vom Effekt her. Aber ich habe sehr oft und viele Schichten jetzt hier schon aufgetragen. Und das ist jetzt die Seite ohne. Da muss man richtig intensiv was machen. Oder man sagt halt, ja, es ist ein Alltagsprodukt, weil man das nur dezent sieht und man nicht so geschminkt aussieht. Das kann man dann für sich selber entscheiden, ne? Ich würde auch sagen, also für den Alltag ist es auch ein super Produkt, weil das halt in Realität ganz gut wohl rauskommt. Aber jetzt so intensiv, wie man das auftragen müsste, um es halt in der Kamera zu sehen. Oh, bist du doch eine Weile beschäftigt mit deinem Gesicht. Also hier steht hinten keine Farbbezeichnung drauf, deswegen gehe ich davon aus, dass es keine unterschiedlichen Farben davon gibt. Oh, das ist dezent. Aber es ist schön, also ich beschwere mich jetzt in der Theorie nicht. Weil für Real Life ist es schön, für Kamera ist es mau. Dann nehme ich mir jetzt einen Blushpinsel und schaue mir den Blush an. Yes to Come heißt der und der ist halt super, super hell. Aber ich habe noch eine Alternative hier. Das heißt, ich versuche erstmal mit dem Pinsel ordentlich Produkt aufzunehmen. Ja, das ist ungefähr unsichtbar. Siehst du nicht viel von, ne? Nö. Siehst du wirklich nicht viel von. Übrigens hat der Bronzer scheinbar einen leichten Schimmer, wenn ich das hier mal so sehe. Interessant. Ja, dann legen wir das zur Seite und nehmen die Opulence Palette. Die wurde mir tatsächlich auch mal empfohlen als eine coole Palette für Blush. Der ist krass, ne? Das ist jetzt so ein kleines Kontrastprogramm zu dem, den ich gerade aufgegeben habe. Ich verwende aber gerne in Kombination Underneath the Gold und Impossible to Move, also die beiden halt in Kombi, weil ansonsten ist mir das dann doch etwas zu hart. Die sind wirklich schön, so in Kombination, ne? Ich bin dann erst in den peachfarbenen gegangen, dann in den dunklen, dann wieder in den peachfarbenen, habe das dann in den Pinsel eingeklopft. Also wenn man so klopft, klopfst du ja nicht nur das Produkt ab, sondern du klopfst es ja auch in die Pinselhaare rein, damit sich das Ganze besser miteinander verbindet. Und wenn du es dann aufträgst und halt auch so einbabst, wie nennt man das? Tupfst. Lösen sich die Geschichten ja auch aus den Pinselhaaren und gehen dann aufs Gesicht. Deswegen wird es dann etwas natürlicher und das gefällt mir. Das sieht auch jetzt in der Kamera nicht so ultra intensiv aus. Aber glaubt mir, es ist intensiv. Wenn ich jetzt mal so ein bisschen nach hinten gehe, dann ist nämlich so das Licht nicht so intensiv aufs Gesicht gerichtet. Und dann sieht man das auch, ne? Wie intensiv das Make-up dann tatsächlich aussieht. Ich habe jetzt einen ordentlichen Blush drauf und das gefällt mir so, wie es ist, jetzt auch richtig, richtig gut. Und jetzt gehen wir über zum Highlighter. Da haben wir ja aus diesen zwei Paletten jeweils einen zur Auswahl, weil hier ist einer drin, der heißt Do Not Touch. Der ist aber ein bisschen dunkel, muss ich gestehen. Und in der Basic Moment Palette haben wir Liquid Clock. Der ist eher in champagnerfarbene bzw. gelbliche. Und hier sehen wir auch, dass der Highlighter etwas kühler aussieht und der hier dann etwas wärmer. Schauen wir uns das aber mal geswatcht auf der Hand an. Ja, ich glaube, dass der goldene tatsächlich auch mehr mit mir harmoniert, weil ich glaube, dass der kühlere Highlighter eher schmutzig aussehen könnte in Kombination mit meinem Hautton. Ja, wir nehmen einfach den hier, Liquid Clock. Ich glaube, der ist besser. Nehme ich mir einen Highlighter-Pinsel, das ist einer von Ebeline. Hui! Ja. Hey. Sehr intensiv gepresst. Sehr vorsichtig gepresst, Entschuldigung. Und dementsprechend kommt intensiv Produkt auf den Pinsel. Das gebe ich natürlich hier an meine höchste Stelle und blende es dann entsprechend auch ein bisschen aus, weil ich das einfach schöner finde, ne? Wenn man da nicht nur diesen Streifen hat, sondern das einfach auch so ein bisschen sich noch weiter verbreitet. Auch in den Face-Paletten hast du keine Spiegel drin. Das ist in den Face-Paletten so, das ist in den ganzen Produkten so, dass du da keine Spiegel mit dabei hast. Das hast du nur nirgendwo.
wenn du einen Spiegel kaufst bei Zur Eva, dass du einen Spiegel hast. Und so habe ich dann entsprechend Glow auf meinem Gesicht und ich finde, das sieht alles sehr harmonisch und sehr schön aus. Mir gefällt das. Meine Augenbrauen werde ich hiermit betonen. Das ist der Graphic Brows in der Farbe Amos. Das ist ein Augenbrauenstift, der auf der einen Seite ein Spoolie hat, um die Härchen durchzubürsten und auf der anderen Seite einfach ein Stift zum Hochdrehen. Das ist eine ganz feine Mine und Amos ist dann halt so für blond geeignet, glaube ich, hoffe ich. Okay, die Farbe ist wirklich, wirklich dezent, aber es macht eine schöne, natürliche Augenbraue. Also die Farbe passt zu meinen Augenbrauen Härchen, also das passt sehr, sehr gut, weil es auch schön aschig ist. Aber bis man wirklich Farbe auf die Augenbraue bekommt, das dauert, ne? Weil das ist eine sehr, sehr leichte, sehr, sehr helle Farbe. Ja, intensiver als so werde ich es wohl nicht hinkriegen. Es ist wenig, es ist wirklich super wenig. Es ist fast gar nicht vorhanden. Aber falls man mal natürliche Augenbrauen haben möchte und die halt nur so ein bisschen auffüllen möchte, das ist eine ganz gute Geschichte. Du kannst übrigens in diesem Video diese Highlighter-Palette gewinnen. Das ist die Spring Strobe Spectrum. Das sind 4 verschiedene Highlighter-Töne. Von Zur Eva natürlich, weil das ist hier ein Fullface von Zur Eva. Und so schaut die Palette aus, wenn man die Pappverpackung entfernt. Dann kann man das wie ein Buch öffnen und dann hat man hier 4 verschiedene sehr krass pigmentierte Highlighter-Töne drin. Alles, was du tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, ist, dass du mir irgendetwas mit Auge, das war meine Lampe, dass du mir irgendwas mit Auge oder ein Augensmiley oder was auch immer unten in die Kommentare reinschreibst, dann nimmst du automatisch an der Verlosung teil. Ja, also augenbrauentechnisch ist es schön, finde ich. Aber sehr arbeitsintensiv. Als Lidschattenpalette habe ich mir ausgesucht die Heritage Lidschattenpalette. Da habe ich mir einige im Ausverkauf nicht, aber als reduzierte Angebote, als Angebote bei Douglas waren, habe ich mir einige bestellt und die Caramel Melange, die in der Glossy Box drin war, war für mich quasi der Startschuss. Kann man tatsächlich so sagen, weil ich von der Qualität echt angetan war. So schauen die Töne aus, die sich hier in der Palette verbirgen. Und ich finde die schön. Das ist echt hübsch. Du hast hier Setting-Töne drin, du hast matte und schimmernde Töne. Du hast hier einen schönen Spruch. When the roots are deep, there is no reason to fear the wind. Also wenn die Wurzeln tief sind, dann brauchst du keine Angst haben vor dem Wind und das ist ein guter Spruch. Und hier stehen die Namen von den Farben mit dabei und dann würde ich sagen, schminken wir einfach mal einen Look. Auch wenn ich mein Lid bereits mit dem Puder gesettet habe, möchte ich noch mit dem Narrate a Story drüber gehen. Das ist dieser schöne Karamellton und der eignet sich ganz gut, muss ich sagen. Und den trage ich einfach hier komplett auf meinem Auge auf. Diesen leicht ins olivfarbenen Braunton Anthropology gebe ich mir in meine Lidfalte, beziehungsweise ja ein bisschen höher. Der hat ordentlich Kickback, deswegen bietet es sich an, den Pinsel ein bisschen abzuklopfen, damit man kein Fallout bekommt. Ich finde, dass der Ton auf dem Lid fast schon senfgelb aussieht. Oder? Diesen dunklen, warmen Braunton Written by Winners gebe ich nun darunter und intensiviere damit etwas mehr die Lidfalte. Dann mache ich den Point Brush kurz ein bisschen am Handtuch neben mir sauber und nehme jetzt wieder was von dem Anthropology auf, was ich auch in die Lidfalte gegeben habe, um die Übergänge etwas auszusoften. Und dann werde ich mir eine Cut Crease ziehen. Dafür verwende ich den Concealer von eben. Ich habe irgendwie Lust auf so eine ganz aufregende Cut Crease heute. Ich habe keine Ahnung warum, aber ich finde es irgendwie cool. Auf dieser Seite sah das noch so schön und filigran aus und dann kam die Seite. Jetzt muss ich das auf der Seite auch so machen. Mist. Die Farbe Monument presse ich mir schön nach innen hin auf. Die ist super weich, die Farbe. Und die ist echt intensiv. Also da war es eine kluge Idee, eine Cut Crease darunter zu nehmen, weil die so noch heftiger rauskommt. Never Forget gebe ich mir mutig auf mein Zentrum.
Sieht schon krass aus, die Farbe, aber bei weitem nicht so intensiv oder so farbintensiv, wie ich sie erwartet hätte. Die ist viel, viel heller. Aber die hat noch so ein, also ja, so rosa Schimmerpigmente mit drin. Und auch das ist eine super weiche Farbe. Da muss ich wirklich mit dem Pinsel aufpassen, dass ich da nichts in der Palette kaputt mache. Das ist krass. Um den gewünschten Effekt zu erzielen, muss man die Farbe schon ziemlich aufbauen, weil die ansonsten nicht so schön leuchtend und schimmernd aussieht, sondern doch eher so mit dem Braun hier oben auch verschmilzt. Und das finde ich dann auch ein bisschen schade. Deswegen gebe ich mir tatsächlich auch noch ein bisschen was von dem Monument mit drüber. Sowohl hier an die Übergänge, als auch hier wirklich auf dem Zentrum an sich. Ja, das schimmert dann ein bisschen schöner. Dann nehme ich mir die Farbe Euphoric auf. Die kommt zunächst an den unteren Wimpernkranz. Dafür ist dieser Pinsel wahrscheinlich nicht unbedingt geeignet. Um oben weiterzumachen, nehme ich mir dann diesen Pinsel, denn hiermit möchte ich außen arbeiten. Ich nehme da mal einen etwas feineren Pinsel für. Also nur Pinsel auf Cut Crease wird ganz schön fleckig. Ich nehme mir den Pinsel und sprühe ihn einfach mal an mit einem Fixing Spray. Gehe dann in die Farbe und gucke, ob das dann besser funktioniert. Ich nehme den Pinsel, mit dem ich die Cut Crease gezogen habe, und versuche es damit. Was eine schwierige Farbe, Leute. Also ich arbeite hier super filigran. Das Problem ist, dass dadurch, wie ich das jetzt mache, sämtliche Schimmerpigmente halt einfach verloren gehen. Ne? Das heißt, ich habe hier zwar dann blau, aber nicht so, wie ich das gerne hätte, und vor allem mega fleckig. Ich wollte nämlich auch gerne damit hier oben so ein bisschen entlang gehen. Das krümelt sich hier ein Wolf, Leute. Mega ärgerlich, oder? Aber wir kriegen das noch irgendwie gerettet. Mal gucken, wie. Ich muss es auf jeden Fall erstmal auf der anderen Seite auch so durchziehen. Wenn die Sonne entsprechend oder das Licht entsprechend drauf fällt, dann hat man da auch einen Schimmer. Aber es sieht irgendwie alles nicht richtig aus, finde ich. Ich versuche mir jetzt das Rot einfach noch ein bisschen mehr da reinzuziehen, weil das Rot mag ich von der Farbe her. Natürlich bekomme ich jetzt gerade auch richtig viel Fallout. Aber das kriegen wir weggewischt. Das ist das kleinste Übel. Das geringste Übel vielmehr, ne? Ja, es wird besser. Also ich gebe das wirklich komplett drüber. Außer halt unter dem Auge. Dann sieht das schon wieder cool aus. Sieht so regenbogenmäßig aus. Doch. Mit dem Ton Written by Winners, den ich eben schon genommen habe, um an der Lidfalte zu vertiefen, das ist dieser matte Ton, verschärfe ich hier nochmal so ein bisschen die Kanten. Da sieht das dann schon wieder gut aus. Da ist das so ein kleiner Unfall. Ein Augenbrauen-Highlight setze ich mir jetzt eher nicht, weil ich finde, auf meinem Auge ist an sich ja schon genug los. Ich möchte jetzt den Look einfach so stehen lassen, weil ich kriege die Pimpernellen. Und gehe jetzt weiter zum Eyeliner. Da habe ich den Calligraphic Black Box Dip Eyeliner. Ja, ich weiß, Dip Eyeliner und ich. Aber wir versuchen es einfach mal. Fein ist was anderes. Aber der ist super flüssig. Das ist dann schon wieder positiv. Und den Eyeliner lasse ich dann so ein bisschen in dieser Cut Crease Geschichte verlaufen. Das mag ich eigentlich ganz gerne leiden. Das sieht irgendwie cool aus. Ich finde, für die Umstände, die wir haben, sieht der Eyeliner gut aus. Und wie so oft muss die Mascara an dieser Stelle ganz schön viel retten. Aber vorher mache ich mir noch ein bisschen Setting Spray, Fixing Spray, MAC Fix Plus drauf, weil ich glaube, Zoeva hat gar keinen Fixing Spray. Die Mascara, welche ich jetzt verwende, ist die Graphic Lash Mascara. Das ist diese hier. Die hat eine mattschwarze Umverpackung und ich finde das relativ unspektakulär, muss ich gestehen. Aber halt auch irgendwie schick. Hat ein unspektakuläres Kunsthaarbürstchen und riecht unspektakulär nach Mascara. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Also die Mascara hat den Look schon so ein Stück weit gerettet, das muss ich wirklich sagen. Aber er sieht halt nach wie vor nicht optimal aus, also ja. muss ich sagen. Die Mascara ist schön, die macht Länge, die macht Volumen
Und die macht auch Fülle. Die geht natürlich jetzt durch den intensiven Augenlook ein bisschen verloren. Aber ja, sie ist krass. Ich mag die. Um diesen sehr verrückten Look nun zu finalisieren, nehmen wir uns ein Lippenprodukt daher. Und zwar Screen Queen Lip Crayon Way Too Soon ist hier die Farbe. Und das ist ein schöner, nudefarbener Lippenstift, der wirklich als Stift hier auch rauskommt. Das ist so ein schönes Braun. Der passt jetzt auch tatsächlich zum Look, weil er sich dann doch etwas mehr zurücknimmt. Das finde ich ganz gut. Riecht nach nichts tatsächlich. Okay, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass der so glossy rauskommt. Der gibt fast gar keine Farbe ab. Nö, der ist sehr, 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 sehr zart. Aber es passt, wie gesagt, zum Look, weil sich dadurch die Lippen halt ein bisschen zurücknehmen. Und ja, alles andere ist halt sehr intensiv gerade. Von daher mag ich den. Ich finde aber, dass der ansonsten relativ öde ist, weil, ich meine, da kannst du dir auch einen ganz normalen Labello holen. Also, muss dann dafür kein Lippenstift sein, finde ich, ne? Das ist einfach nur von mir so eine Ansicht, aber ihr Lieben, das ist jetzt der fertige Look mit zu Eva-Produkten. Wir hatten unsere Hochs, wir hatten unsere Tiefs. Im Großen und Ganzen, ich fühle mich schon wohl, ja. Ich finde es hier an diesem Auge ein bisschen verhunzt, aber ansonsten, wenn ich mich nur so von dieser Seite in die Kamera stelle, ist alles gut. Aber ich werde jetzt tatsächlich noch ein paar Videos mit diesem Look drehen, deswegen bin ich gespannt, wie eure Reaktionen so dazu sind. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!